Mein Name ist Roland Jonas Bialke. Heute ist der 20. Dezember 2016 und mein Thema heute soll sein: Darf man einer Frau hinterherpfeifen? Ja, ich flirte sehr gerne. Ich bin Flirtologe. Nein, das war ein Scherz. Ich flirte sehr gerne und letztens war ich im Supermarkt und ich hatte sehr viel zu tun, habe halt Sachen eingekauft und da sehe ich eine schöne Frau und ich pfeife ihr hinterher. Etwa so, also ich habe nicht irgendwie gestarrt oder so, sondern ich mache und diese Frau dreht sich zu mich um und hat es in einer sehr aggressiven Weise gemacht, wo ich dann sehr abgeschreckt war. So ungefähr, was, das soll denn das? Und ich habe gar nicht, ich war sehr neutral, also ich habe meine Hände nach vorne genommen, habe ein neutrales Gesicht gemacht und dann, was soll denn das, wieso beleidigst du mich? Und dann meinte sie, aber ich habe mich auch beleidigt gefühlt, dann sind wir ja quitt. Und die Frage ist jetzt nicht, was eine Beleidigung ist, weil sie kann sich tatsächlich beleidigt gefühlt haben durch diesen Pfiff. Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht wirklich beleidigt gefühlt durch, dass sie zu mir Spaß gesagt hat. Ich habe aber das als unangenehm, mit beleidigt meine ich nicht, dass das mich getroffen hat. Also für bestimmte Menschen ist das Wort Spaß, die Spaß muss haben, halt schlecht. Aber mich selbst hat es nicht getroffen. Ich habe mit Spasmus nichts zu tun. Und mich hat es eher angewidert, dass diese Person versucht hat, mich herunterzusetzen. Egal ob jetzt gegenüber anderen oder nur um mir zu zeigen, dass ich was Niedriges bin. Und ich denke, in dieser Situation hätten wir reden sollen. Und zwar reden sollen, dass wir, ja, dass ich bloß was Gutes gewollt hatte. Ich habe was Gutes gewollt. Und hätte sie mit mir geredet, hat sie auch erfahren, dass mir das leid tut, dass sie sich dadurch beleidigt fühlt. Es kann ja sein, dass manche Frauen, manche Menschen, also auch Männer, dass sie schlechte Erfahrungen mit Anmachen haben oder dass ihnen hinterhergepfiffen wird. Ich habe das auch direkt, ich habe sie ihr nicht hinterhergepfiffen, sondern ich habe ihr ins Gesicht gepfiffen. Und das war auf eine sehr liebe Weise und ich hätte es auch erklärt. Ja, diese Weise, wie sie aber reagiert hat, sehr aggressiv, also sie war halt sehr giftig, sehr eklig, hat mich dazu veranlasst, dass ich gar nicht diskutiert habe, also war mir egal, ich bin weitergegangen und sie meinte, wir wären quitt, aber das ist ja nicht so, also selbst wenn man das jetzt gegeneinander aufwiegt, nach ihrer Ansicht beleidige ich sie, nach meiner Ansicht beleidigt sie mich, dann ist das gar nicht gleich, weil sie hat ja auch eine andere Gruppe beleidigt. Also sie hat Spaß negativ besetzt und jemand, der einen Spasmus hat, ist natürlich nicht. Also ihre Beleidigung ging ja noch viel weiter und das zeigt ja, dass sie zumindest in diesem Moment, ich weiß nicht, wie sie sich sonst verhält, nicht reflektiert, sondern emotional sich verhalten hat. Und ja, mit so einem Menschen kann ich nicht diskutieren. Wenn jemand emotional ist, was soll das du? Dann kannst du ja nicht mit dem diskutieren, sondern du kannst bloß mit jemandem diskutieren, der halt sich gemäßigt benimmt.
Ja, ich muss sagen, ich flirte sehr gerne und ich werde auch weiterhin Menschen, die mir sympathisch vorkommen, die ich attraktiv finde, denen hinterher pfeifen. Ich denke, ich kann das verantworten. Ja, und ich mag Frauen, die große Möpse haben. Ich mag Frauen, die kleine Möpse haben und Frauen mit mittleren Möpsen, naja, die gehen so. Danke für euer Interesse, dieses Video zu schauen. Gebt diesem Video einen Daumen hoch und falls ihr große Möpse habt, falls ihr kleine Möpse habt oder ich weiß nicht ganz genau, ob bei mittleren Möpsen auch, dann schreibt doch einfach an diese E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Ja, ich unterhalte mich auch gerne persönlich über Antisexismus und Antisexismus, wenn Antisexismus das ist, dass er mir meine Sexualität verbiegen oder verbieten will, dann bin ich kein Antisexist. Aber ich weiß, dass Antisexismus das nicht ist, sondern wenn ich zum Beispiel von großen Möpsen, großen Titten spreche, dann bin ich sehr offen, sehr ehrlich und das ist, was ich will. Also ich mag Frauen mit großen Möpsen, ich mag Frauen mit kleinen Möpsen und naja, Frauen mit mittleren, die gehen so mit mittleren Möpsen. Wer das nicht akzeptieren kann, denke ich, ist nicht reflektiert, weil jeder hat doch Abneigung, jeder hat Vorlieben und jeder muss interagieren mit Menschen innerhalb der Gesellschaft. Also wir können uns dem nicht entziehen, weder Sexualität noch dem Geschlecht. Jeder ist durch Geschlecht entstanden, jeder ist durch Sexualität in welcher auch Weise auch immer entstanden und ja. Stoffwechsel ist auch in gewisser Weise etwas Sexuelles. Das heißt, selbst wenn man sich das Geschlecht wegdichtet, wenn man sich anders selbst definiert, hat man auch einen Stoffwechsel, der auch ein etwas Intimes darstellt, was durchaus als Sexualität gesehen werden kann, denke ich. Ja, danke. Gib dem Video einen Daumen hoch und wie gesagt, wenn ihr mich sexy findet, geile Möpse habt, dann schreibt mir doch einfach und die E-Mail ist da unten in der Beschreibung. Ja, eine Muschi müsst ihr auch haben, denke ich. Ja, also keine Männer mit Möpse, keine anders selbst definierten Menschen mit Möpsen und viel Spaß euch noch.